Das digitale Konzerthaus ist auch ein Name, wie wir diese Projekte führen. Das virtuelle Konzerthaus, also digitale Anwendungen und Projekte, die wir am Haus konzipieren, werden unter diesem Begriff aufgegriffen. Und ich möchte in diesem kleinen Vortrag vor allen Dingen auch in die Platzierung eingehen, wie wir digitale Projekte bei uns im Haus verstehen und die in unsere Gesamtstrategie mit aufnehmen. Deshalb kommt nun zuallererst natürlich erstmal eine Übersicht, wie es sind die digitalen Projekte in unserer Digitalstrategie oder in unserer kompletten digitalen und programmatischen Weise und auch in der Kommunikation verankert. Wir sehen hier eine Übersicht über alle Kanäle und alle digitalen Maßnahmen und Kommunikationsmaßnahmen, die wir derzeit verwenden. Ich gehe ganz kurz auf ein paar Dinge ein. Wir haben insbesondere beim Konzerthaus Berlin ein spezielles Clubprogramm, würde ich in der Hinsicht sagen, mein Konzerthaus, was nochmal ein spezielles Programm ist für Menschen, die sich insbesondere für mehr Content interessieren, haben wir diese Clubgestalt sozusagen aufgenommen. Die kriegen Vorteile, die kriegen Angebotstipps und all das und haben da die Möglichkeit, noch mehr sozusagen in die Kundenbindung mit einzusteigen. Das ist sozusagen eines der Kundenbindungsinstrumente, was über unsere Website online funktioniert. Bei den Social-Media-Kanälen sind wir bei allen Kanälen vertreten, nutzen diese ausgiebig, insbesondere Instagram und Facebook. Facebook da natürlich vor allen Dingen als Vertriebskanal. Wir wissen alle, Facebook stirbt so langsam aus. Alles verlagert sich zu TikTok, Instagram, zu schnellen Content. Und wir nutzen aber derzeit Instagram und sind noch nicht bei TikTok gelandet. Die Livestreamings sind auch ein Aspekt, der immer mehr kommt. Wir haben auch bereits vor der Corona-Pandemie, die auch in diesem kleinen Vortrag einen Aspekt innehaben soll, live gestreamt in Zusammenarbeit mit dem RBB und mit Arte, sind Konzerte des Konzerthausorchesters und des Chefdirigenten derzeit Christoph Eschenbach gestreamt worden. Durch die Corona-Pandemie vermehrt und Livestreaming ist für uns auch immer noch ein Aspekt, der uns begleitet und deshalb hier in dieser Übersicht der digitalen Kommunikation mit aufgegriffen wird. Dann neu sind wir auf der Plattform Twitch, die Gaming-Plattform Twitch, die wir dieses Jahr erst erschlossen haben. Das wird auch ein Aspekt sein, der hier in diesem Vortrag noch gezielter, auf den ich eingehen möchte, denn es ist eines der Projekte, die ich derzeit auch leite und die uns sehr viele Kennzahlen geben darüber, wie sinnvoll es ist, auf andere digitale Plattformen zu gehen, andere Zielgruppen anzusprechen und nicht nur Produkte, digitale Produkte sozusagen hier vor Ort, hier habe ich so einen eintreten lassen, hier vor Ort sozusagen zu gestalten und zu sehen, an welche Zielgruppe gehen wir eigentlich, sondern direkt zur Zielgruppe zu gehen und dort unsere digitalen Angebote sozusagen zu zeigen. Das virtuelle Konzerthaus, was hier aufgeführt ist, entspricht im Prinzip dem, was wir alles unter immersiven Technologien verwenden, nutzen und konzipieren. Darunter finden sich Virtual Reality, Augmented Reality Anwendungen, eine digitale Ausstellung, die man vor Ort bei uns besuchen könnte, wenn jetzt nicht Corona wäre, und weitere Projekte, die vor allen Dingen in die Vermittlung von künstlerischen und musischen Inhalten gehen. Dann Blogs und Newsletter, E-Commerce, das sind die Sachen, die wir auch sehr nutzen, übliche Kanäle. Bei Blogs gibt es da auch derzeit Entwicklungen, dass wir auch wie andere Kulturinstitutionen und Häuser überlegen, von Blogs rüberzugehen und eher in Magazine. Aber das ist, glaube ich, ein Aspekt, den ich heute nur ganz, ganz kurz aufgreifen möchte. Ja, digitale Projekte, wieso macht man das? Wie kommt man dazu, als Konzerthaus, als Kulturinstitution zu investieren, beziehungsweise digitale Projekte aufzuziehen? Wir alle stellen uns die Frage nach Zielgruppen. Wir alle stellen uns die Frage, wer kommt nach dem Abonnentenstamm oder wer ist der Abonnentenstamm von morgen? Was ist die Zukunft? Was sind die Besucher der Zukunft? Und wir haben am Konzerthaus Berlin, also ich arbeite jetzt seit einem Jahr dort und 2017 ist eine Sache entstanden, die dazu geführt hat, dass digitale Projekte und die digitale Vermittlung über Anwendungen und über verschiedene Inhalte und Contents,
die für digitale Kanäle konzipiert werden. Es gab einen Auslöser und den möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Und zwar jetzt. Das ist unsere Klang-Berlin-Reihe, 2017 konzipiert, rausgegangen. Das Orchester, die Orchestermusiker haben zum 65-jährigen Jubiläum vom Konzerthausorchester diese Videos gemeinsam mit der Kommunikationsabteilung gestaltet. Die Klänge Berlins werden in 13 Folgen sozusagen von MusikerInnen dargestellt, instrumentiert in, sagen wir mal, humorvollerweise aufgegriffen. Berlin, erlebbar durch klassische Instrumente, ist total durch die Decke gegangen. Bereits 2 Wochen später gab es 500.000 Klicks. Die Welt hat darüber berichtet, ob in Japan oder in Korea, ob die New York Times, das Medienecho war sehr groß. Und dadurch kam die Überlegung auf, beziehungsweise auch ganz klar das Feedback, digitale Kommunikation ist nicht nur ein reiner Vertriebskanal und sollte nicht nur dafür genutzt werden, sondern wir können Menschen erreichen, die bislang gar keinen Kontakt hatten mit klassischer Musik oder die bislang vielleicht Interesse hätten, aber gar nicht in Berührung damit kommen, weil die Hemmschwellen zu groß sind. Und diese Hemmschwellen sind ja auf jeden Fall gegeben, denn Konzerthäuser sind immer mit Klischees belegt, auch Orchester. Und mit Klang Berlins ist eine Entwicklung gelangt, dass wir ein enormes Echo hatten und enorme positive Rückmeldung, sodass Klang Berlins einer der Auslöser war zu sagen, digitale Content Creation muss vermittelnd gedacht werden. Digitale Kommunikation ist nicht nur ein reiner Vertriebskanal. Und so ging es dann los, dass wir erstmal noch ein paar Preise dafür natürlich bekommen haben. Klang Berlins als Reihe hat jetzt auch bis heute immer noch die höchsten Zugriffszahlen. Wir haben da den Deutschen Preis für Online-Kommunikation bekommen, einige Preise für die besten YouTube-Videos und all das. Also es war einer der Auslöser, dass das Konzerthausorchester und das Konzerthaus Berlin mit dieser Vermittlung von Klängen und Instrumenten so eine Resonanz bekommen hat. Und so ging es dann los, dass in die Bereiche von digitale Vermittlung, technisch, innovativ zu denken, zu überlegen, okay, wie können wir überhaupt vermitteln, dass diese ganze Überlegung losging. 2017. Wir haben einen Partner dafür gefunden, die Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Das Projekt mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft ist ein EFRE-gefördertes Projekt. Es gibt dort eine Projektgruppe, die sich sozusagen um Kommunikations- und Informationsanwendungen sozusagen windet, INCA. Und die haben eine EFRE-Förderung bekommen zur Vermittlung von Musik und zur Vermittlung von Inhalten. EFRE ist europäisches Fördergeld für die regionale Entwicklung. Und in diesem Projekt Apollo, was 2016 schon gestartet ist mit einer Konzeption, was wollen wir überhaupt machen, wie können wir mit Entwicklern, Wissenschaftlern und auch Musikwissenschaftlern am Konzerthaus Berlin, wie können wir gemeinsam Inhalte kreieren, das ist da sozusagen 2016 entstanden und läuft jetzt noch bis 2022 und hat in der Hinsicht uns dem Konzerthaus Berlin die Möglichkeit eröffnet, innovative Technologien wie Augmented Reality, Virtual Reality erstmalig umzusetzen. Denn an dieser Stelle muss gesagt werden, dass natürlich zusätzliche Gelder für Anwendungen in Augmented und Virtual Reality nicht vorhanden sind und man sich darum bemühen muss, um Drittmittel und dergleichen. Mit Apollo ist es uns möglich geworden, Projekte umzusetzen, zu konzipieren, und diese möchte ich jetzt im Folgenden kurz vorstellen.
Zuallererst nochmal, wie sehen wir denn immersive Technologien in der Vermittlung? Wie können wir eigentlich Augmented Reality, Virtual Reality und auch eine App, die aus dem Apollo-Projekt entstanden ist, nutzen? Wir nutzen sie, um Schritt für Schritt an das Konzert heranzuführen. Hier seht ihr so eine Übersicht, wie wir das denken. Also von außen gehen wir mit immersiven Technologien und ermöglichen somit den ersten Ansatz, um sich mit klassischer Musik auseinanderzusetzen. Und da ganz klar mit spielerischen Elementen und ganz klar auch ohne Hemmschwellen. Wir möchten mit Gaming-Elementen die Möglichkeit und Erlebnisse schaffen, dass Menschen in der Hinsicht durch diese Technologie daran geführt werden und Schritt für Schritt die Konzertbesucher von morgen werden. Dazu sind diese vier Aspekte uns besonders wichtig, nämlich Zugänge eröffnen, nämlich durch diese Technologien für gebundenes Publikum und aber auch für neues Publikum. Aber auch gebundenes Publikum, was wir haben durch einen Mehrwert in den technologischen Sachen, sozusagen mit einzubinden, ist uns einer der Hauptanliegen. Dann natürlich interaktiv zu vermitteln. Im digitalen Raum können wir wahnsinnig viele Inhalte konzipieren, aber das, was uns interessiert und was mich persönlich interessiert, ist natürlich die Interaktionsmöglichkeit. Deshalb stellt auch Fragen und alles, denn hier vor so einem Screen zu sitzen, das ist nicht das, was uns interessiert. Interaktiv zu vermitteln mit spielerischen Elementen, mit der Möglichkeit, in Interaktion mit Musikern zu treten, mit den Akteuren dahinter, da auch ganz klar Insights und Backstage zu zeigen, das ist etwas, was wir mit unseren digitalen Anwendungen als Ziel verfolgen. Das Live-Erlebnis zu erweitern, ist dahingehend genauso eins. Natürlich ist es nicht so, dass wir davon ausgehen, dass digitale Anwendungen das Live-Erlebnis in gewisser Weise ersetzen könnten. Nie. Aber es kann das Erlebnis erweitern, ob davor, danach oder währenddessen. Es gibt so viele technologische Entwicklungen, die sozusagen das Konzert in den Fokus rücken, so wie wir es und wie ihr es gerade in der Übersicht auch gesehen habt, dass wir gar nicht darüber nachdenken müssen, ob sich das in gewisser Weise irgendwie abwechseln würde oder dass die Technologie das überschreiten würde. Keineswegs. Wir sehen es als zusätzlichen Aspekt in der Vermittlung von all dem. Die Partizipation zu fördern in der Hinsicht ist natürlich auch ein Aspekt. Mit digitalen Anwendungen, die geringe Hemmschwellen haben, die spielerisch sind, möchten wir partizipieren an anderen Zielgruppen, anderen Inhalten, da genauso auch offen sein und die Partizipation von anderen fördern. So, wie macht man das jetzt, wenn man dieses riesige Gebäude sieht am Gendarmenmarkt, was mit so vielen Hemmschwellen und Klischees bedeckt ist? Wie können wir oder wie sind wir rangegangen, als diese Möglichkeit mit der HTW Berlin entstanden ist? Wir sind daran gegangen, was eigentlich offensichtlich ist. Wir haben dieses Gebäude, was am Gendarmenmarkt steht, eine sehr lange Geschichte hinter sich hat. Wir haben letztes Jahr 200 Jahre gefeiert. 200 Jahre Konzerthaus Berlin. Eine sehr, sehr krasse Geschichte mit Zerstörung im Weltkrieg. Natürlich auch in der DDR-Geschichte ein sehr wichtiger Ort. Und das, was als erstes Projekt entstanden ist, war die Vermittlung von diesem Gebäude und der Geschichte dahinter. Es entstand ein 3D-Modell. In Zusammenarbeit mit der HTW Berlin wurden ganz aufwendig alle Säle des Konzerthauses Berlin aufgenommen, in 3D überlagert, mit den Texturen versehen und vor allen Dingen auch mit 3D-Sounds hinterlegt, damit sozusagen dort drin eine virtuelle Führung möglich wird. Hier sieht man auch schon den Ansatz dahinter, der verfolgt wurde. Auf der einen Seite sollte es als Augmented Reality Möglichkeit sein, dass man wirklich überall das Konzerthaus 24 Stunden erleben kann, man sein Handy auspackt, sein Tablet und durch das Konzerthaus wandeln kann und darin mit Videos, Fotos das Konzerthaus neu erleben kann. Und auf der anderen Seite auch über Virtual Reality, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, eine Virtual Reality zu haben, über Virtual Reality das Konzerthaus wirklich immersiv zu erleben und das Gefühl zu haben, mittendrin zu stehen. Da vielleicht eine kurze Rückfrage an euch. Vielleicht, ich gucke mal kurz hier in die
Meldung. Wer hatte denn von euch noch nie eine Virtual Reality Brille auf? Der könnte eine Reaktion schicken, die ihr unten seht. Okay, hatte jeder schon mal eine auf? Sieht so aus. Spannend, spannend. Umso besser, dann habt ihr eine Vorstellung davon, wie es wäre, in diesem Modell drin zu stehen und zu sehen, okay, gut, ich bin hier mittendrin. Damit ihr ein bisschen mehr eine Vorstellung davon habt, wie das aussieht, seht ihr hier mal rechts oben das Modell in Unity gebaut, was unsere HTW-EntwicklerInnen gebaut haben, mit allen Texturen versehen, dann dort wirklich die Bilder der Zerstörung des Konzerthaus Berlin. Kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde das Haus zerbombt. Man ist sich uneins, wie genau das passiert ist. Diese Bilder wurden mit eingefügt und mit den Texturen, die aufgenommen wurden, verbunden. Das bedeutet, man ist in diesem Raum und sieht dann durch Augmented Reality bzw. Virtual Reality in diesem 3D-Modell die Aufnahmen. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht, um das nochmal ein wenig besser zeigen zu können. Auf der linken Seite seht ihr unser 3D-Modell. Hier sieht man die Details und diesen Detailreichtum, der damals schon erschlossen wurde. Also wir sind jetzt 2017, und da auch eine Einblendung des ersten Konzertes des damals noch Berliner Sinfonieorchesters im Konzerthaus Berlin, damit einfach vermittelt wird, okay, so sieht es aus, so ist es erlebbar. Dieses ganze Modell wurde jetzt auch schon weiterentwickelt, denn wenn man einmal ein 3D-Modell hat, wissen vielleicht einige von euch, kann man es natürlich auch noch für viele, viele andere Zwecke nutzen, darunter Mozilla Hubs, was wir derzeit ausprobieren und wo ich auch später nochmal auf die Potenziale davon eingehen werde. Mozilla Hubs ist ein browserbasiertes System, wo man sozusagen über den Browser Zugang findet in dieses 3D-Modell und mit bis zu 20 Personen in Interaktion treten kann. Man hat dann so ein kleines Emoji sich ausgewählt, kann darüber sprechen, Konferenzen abhalten, all das. Das wurde ermöglicht durch diesen Raum, dieses 3D-Modell, was damals schon entstanden ist, 2017, gemeinsam mit der HTW Berlin. Wie ging es weiter? Mit einer App und einer Sache, die natürlich etwas sehr, sehr, sagen wir mal, Singuläres ist, nämlich, wie kann man denn überhaupt Musikstücke vermitteln durch digitale Technologien? Und wie kann man auch MusikerInnen und Instrumente vermitteln? Es ist im Zuge dieses HTW-Projekts eines der größten Projekte geworden, ein virtuelles Quartett zu erstellen, um genau diese Aspekte klären zu können. Wie ist das Zusammenspiel? Wie können MusikerInnen, wenn einer zum Beispiel nicht mitspielt, wie hört sich das überhaupt an? Was steckt dahinter? Das wurde alles mit dieser Augmented Reality-Anwendung, dem virtuellen Quartett gemacht. Und da es immer so schwierig ist, darüber zu sprechen, wenn man selber gar nicht ausprobieren kann, habe ich euch hier kurz einen Clip mitgebracht. Ein Streichquartett, was man eben durch sein Handy zum Leben erweckt. Das ist das virtuelle O, das ist das virtuelle Quartett. Ihr habt jetzt gerade schon gesehen, mit diesen Markern, mit diesen Karten ist es möglich, über die App Konzerthaus Plus diese Marker zu öffnen und sich selber hier auf den Tisch, egal wo man gerade ist, das virtuelle Quartett hinzuplatzieren. Das Spannende ist, wenn man die Karten rausnimmt, ist die Stimme des Musikers einfach raus und wenn man sie wieder reinschiebt, wieder dabei. Von den MusikerInnen verlangt natürlich so ein Projekt extrem viel. Und wir waren sehr glücklich darüber, dass MusikerInnen sich bereit erklärt haben, das zu machen. Denn wie läuft sowas eigentlich ab, eine digitale Anwendung, so eine überhaupt umzusetzen? Dadurch, dass wir natürlich an der Stelle die HTW an der Seite haben, haben wir die technischen Möglichkeiten gehabt und haben dann in einem reflektionsarmen Raum, also ein Raum, wo es gar keinen Schall gibt, die einzelnen Tonspuren aufgenommen. Das bedeutet, ein Musiker sitzt komplett alleine in diesem Raum und versucht so virtuos wie möglich, er hört
gar kein Schall, gar keine Resonanz seines Instrumentes, diese Stimme aufzunehmen. Nachdem das getan wurde, sind die vier MusikerInnen in einen Greenscreen-Raum gegangen, also wirklich sind da rein und haben dann mit Playback versucht, der Tod und das Mädchen, die Komposition, die dafür ausgewählt wurde, einzeln mit ihren Stimmen sozusagen einzuspielen. Anschließend wurden natürlich diese ganzen Modelle, die durch den Greenscreen, durch das Greenscreen-Studio, wurden die sozusagen in Unity übertragen, als 3D-Modelle gefasst und dann durch die EntwicklerInnen in der HTW mit den Tonspuren zusammengelegt und in der Funktionalität mit den Markern gekoppelt. Das war zu diesem Zeitpunkt und ist auch bis heute eine tricky Geschichte. Wenn einige von euch sich damit auseinandersetzen, ist das ein sehr, sehr hoher Aufwand. Und gerade mit diesen markerbasierten Sachen war das aber relativ gut umgänglich und diese Karten waren dann in den Spielzeitheften mit drin und alle Augmented Reality Anwendungen, die wir sozusagen in dem Sinne konzipiert haben, wurden auch in Spielzeithefte und in reguläre Kommunikations- und Marketing Unterlagen und Materialien mit aufgenommen. Das virtuelle Quartett war dabei eines der erfolgreichsten. Wir haben da Videos und Fotos bekommen, wie jemand am Strand das virtuelle Quartett für sich spielen lässt. Eine sehr spielerische Anwendung, die aber von unserem Aspekt her das eigentlich vermittelt, was das Schöne daran ist, dass da Musiker entsteht, die man auch sonst live im Konzert sehen kann. Unsere erste Konzertmeisterin war dabei, unser zweiter Geiger, der sozusagen Konzertmeister von den zweiten Geigen, auch von der Viola und von den Celli. Und es war einfach eine wunderschöne Sache, dass wir das Feedback bekommen haben, dass die Musikerinnen wiedererkannt wurden und diese spielerische Art und Weise eine wirkliche Bereicherung war, im Zeigen schon nur in dem Effekt von, ah ja, das kann man machen, das ist möglich mit Technologien und in der Vermittlung von klassischer Musik. Wir sind gerade dabei, da ist gerade meine Kollegin Anne Eiselein dran, diese App markerlos zu machen. Das bedeutet, dass ich euch jetzt sagen könnte, bitte öffnet mal euren Apple Store oder Google Play Store und ladet euch bitte die App runter. Dann könntet ihr jetzt sofort probieren, das virtuelle Quartett vor euch auf dem Schreibtisch sozusagen augmentieren zu lassen. Daran arbeiten wir derzeit und das wird bis zum Ende des Jahres noch vonstatten gehen, denn wir denken, solche Anwendungen sind vor allen Dingen auch im Outreach, wenn man in Schulen geht, was wir auch mit diesem Projekt gemacht haben, oder auch in sozusagen verschiedenen Veranstaltungskontexten, aber besonders, insbesondere in der Education, das zu nutzen, ist da ein Anliegen. Deshalb wird es jetzt noch umgesetzt. Was kam dann weiter? Wir sind natürlich immer bei allen digitalen Projekten auf der Suche nach, an wen wollen wir das richten, wer ist die Zielgruppe dahinter, wen wollen wir damit erreichen und wer ist diese Zielgruppe, wenn wir sie nicht vor Ort haben. Und wir sind dann gemeinsam mit der HTW auf die Idee gekommen, ein Orchestergame zu machen, welches wir dann auch schlussendlich in dieser App haben. Und derzeit auch noch weiterentwickeln. Das bedeutet die Vermittlung von, wo ist eigentlich die richtige Position der Harfe oder der Kontrabässe, spielerisch mit einem Game. Man hat 3 Versuche. Wenn man die 3 Versuche natürlich nicht hinkriegt, ist man Game Over und kann das dann nochmal probieren. Das war eines der Ansätze, ein sehr spielerisches Element, was vor allen Dingen bei unserer Education-Abteilung und deren sozusagen Schulprojekten sehr, sehr gut ankommt, aber was auch für sozusagen die Aspekte von spielerischen Sachen im gemeinsamen sozusagen Präsentationen davon immer ganz gut ankam. Dann haben wir mit Virtual Reality natürlich auch 360-Grad-Aufnahmen mit unserem damaligen Chefdirigenten Ivan Fischer umgesetzt und unserem Orchester. Diese Anwendungen wurden vor allen Dingen dafür konzipiert, dass man sie in der digitalen Ausstellung bei uns vor Ort besuchen kann. Dieses Projekt einer digitalen Ausstellung vor Ort ist im Rahmen der HTW immer wieder aufgekommen und wurde dann auch umgesetzt. Wir haben
in unserem Vestibül. Das ist der Bereich, wenn man die Freitreppe und die Treppen vor dem Konzerthaus hochgeht, die Möglichkeit erhalten, all diese Anwendungen öffentlich zugänglich zu machen und das in den Sommermonaten. Die Anwendungen wurden in der Hinsicht von 10.000 Menschen monatlich gesehen, weil sie dort einfach ausprobiert werden konnten. Die App hat in der Hinsicht dort auch die Möglichkeit, also die App wurde dort sozusagen genutzt, um diese Augmented Reality Anwendung einzubringen und auch die Virtual Reality Brillen waren dort einsehbar. Zu der Zeit, muss man sagen, haben die wenigsten Kontakt gehabt mit Virtual Reality und Augmented Reality. Und es war einer der schönsten Dinge, die MitarbeiterInnen, Orchestermusikerinnen und vor allem alle BesucherInnen und Touristen damit anzusprechen, mit diesen Technologien in Kontakt zu kommen. 2018 wurde diese Ausstellung eröffnet. Die Resonanz war extrem gut und extrem hoch. 10.000 Besucherinnen, die jetzt leider Gottes aufgrund der Hygienebestimmungen unsere Anwendung nicht ausprobieren können. Aber der Aspekt der Zugänglichkeit neben den Outreach-Projekten in Schulen war uns eines der großen Anliegen, was damit erfüllt wurde und bislang alle in der Hinsicht nicht nur begeistert, sondern da eine gewisse digitale Affinität auch immer mehr zum Vorschein kommt in einer Welt, in der wir natürlich damit sehr konfrontiert sind. Dann Corona. Die HTW-Projekte liefen weiter. Die HTW hat in der Hinsicht wirklich eine Arbeitsgruppe mit uns erstellt, die extrem gut zusammengearbeitet hat, das interdisziplinäre Arbeiten, Strukturen gemeinsam zu verwenden, die an der Universität sind und auch am Konzerthaus, war extrem förderlich. Und mit den MusikerInnen zusammen diese digitalen Vermittlungsaspekte zu ermöglichen, wurde immer mehr zu dem Aspekt, dass wir auch künstlerisch damit arbeiten wollen. Kurz vor Corona kam die Idee auf, dass man zum 200-jährigen Jubiläum einen Komponisten und einen Visual Arts Designer einsetzt, um eine Virtual Reality Anwendung zu konzipieren, in der man wirklich mit MusikerInnen zusammen etwas erarbeitet und dem Nutzer und der Nutzerin die Möglichkeit gibt, eine Komposition und Klänge selbst zu erforschen. Unter dem Arbeitstitel der interaktiven Komposition wurde damals eine Ausschreibung gemacht und Marc Baden und Julian Bunaki haben diese Ausschreibung gewonnen, ein Projekt zu konzipieren zum 200-jährigen Jubiläum des Konzerthauses, wo Orchesterklänge in einer virtuellen Welt erfahrbar gemacht werden sollen. Das Spannende hierbei ist, dass Marc Baden vor allen Dingen sich im Bereich der experimentellen und zeitgenössischen Musik bewegt und dadurch wir auch die Vermittlung von nicht nur wie bei diesem virtuellen Quartett von Schubert, dem Tod und dem Mädchen oder bei der Virtual Reality sozusagen Konzertaufnahme, wo wir Felix Mendelssohn Bartholdys vierte Sinfonie hören. Nein, wir wollten damit probieren zu sehen, okay, wie können wir auch experimentelle und neue Musik und Ansätze damit einbringen. Marc Baden und Julian Bonecki haben diese Ausschreibung gewonnen, haben die Möglichkeit entdeckt, okay, zu sagen, wir möchten visuelle Elemente, 3D-Modelle und die ganzen Klangmöglichkeiten, die irgendwie ein klassisches Instrument aufbringt, vereinen. Und haben unter dem Aspekt mehrere MusikerInnen des Konzerthausorchesters gewinnen können. Und da muss man sagen, die MusikerInnen bei uns im Orchester sind extrem offen gegenüber digitalen Projekten, was uns sehr freut, was natürlich immer wieder auch Überzeugungsarbeit ist da immer zu leisten, aber was uns wirklich freut, denn da ist eine Affinität und auch ein die Möglichkeit und der ganz klare Glauben daran, dass man über digitale Inhalte auf Social-Media-Kanälen und auch mit immersiven Technologien, dass man damit Leute erreichen kann, die waren begeistert. Und man sieht hier eines der Bilder der Aufnahmen, wo man nur erahnen kann, was die Schlagwerker für Instrumente genutzt haben, um in dieser interaktiven Komposition Klänge zu erzeugen, mit denen die UserInnen dann spielen können. Denn diese interaktive Komposition wurde mit der Oculus Quest, wurde dafür angelegt,
Die Oculus Quest ist eine der neueren Modelle. Oculus ist ein Part von Facebook. Das kann man jetzt so stehen lassen. Und man hat zwei Controller in der Hand und es ist jetzt sogar möglich, ohne den Controllern aktiv zu agieren mit Elementen, die man so programmiert. Und mit diesen zwei aktiven Controllern sollte die Möglichkeit geschaffen werden, dass man Klänge aktiviert, deaktiviert, und das wurde getan. So sieht diese Welt aus, die am Ende die interaktive Komposition umwelten wurde. Im Rahmen des 200-jährigen Jubiläums, wo das Thema der Pakt mit dem Teufel war, man muss dazu sagen, alles noch vor der Corona-Pandemie konzipiert, da war die Idee, okay gut, wir möchten uns mit Umwelten, mit Klängen auseinandersetzen. Was sind normale Klänge? Was sind Klänge, die diese Instrumente erzeugen können? Diese Welt wurde geschaffen, in der sich der User mit der VR-Brille hindurch bewegen kann. Wie ist das? Der User hat diese Brille auf. Er könnte jetzt im Raum auch gehen, wenn er diese Spielfläche hätte. Wenn ich mich jetzt nicht irre, sind das 10 mal 8 Meter. Also man könnte mit dieser VR-Brille durch diesen Raum gehen, Klänge aktivieren, sich einfach nur durch die Klänge, die gegeben sind, inspirieren lassen. Aber der User hat auch die Möglichkeit, dort sozusagen wirklich nur sich mit einem Laserpointer fortzubewegen. Und das alles wurde ermöglicht in Kooperation mit der HTW. Ihr könnt euch vorstellen, bei so einer Virtual Reality Anwendung und in so einem Virtual Reality Rahmen, dass diese Produktionen extrem kostspielig und extrem zeitaufwendig sind. Wir haben, wie auch bei diesem, wie auch bei den anderen Projekten, auch hier einen weiteren Förderer kriegen können, gewinnen können. Wir haben mit der Aventis Foundation zusammengearbeitet, die die Möglichkeit hatte, uns da sozusagen auch mit etwas Geld unterstützen zu können. Damit wurde es uns möglich, dass wir vor Ort 12 Oculus Quests uns sozusagen aneignen könnten. Denn die große Frage bei all diesen digitalen Anwendungen, Technologien und Projekten ist, wer nutzt es? Wir können konzipieren, kuratieren, wir können die schönsten Vermittlungsideen haben, aber es sollte genutzt werden. Und der große Gedanke bei dieser interaktiven Komposition war, es während des 200-jährigen Jubiläums als Veranstaltung in den normalen künstlerischen Betrieb mit aufzunehmen. Diese 12 Oculus Quest wurden in der Hinsicht leider Gottes aufgrund der Corona-Pandemie und dem Release von Umwelten nur einmal genutzt, in der Hinsicht, dass bei uns vor Ort mit einer Performerin, die den ZuschauerInnen vorher gezeigt hat, wie man sich durch diese Welt bewegt, wurde die präsentiert. Aber das war eines der Ansätze zu überlegen, okay gut, wie kriegen wir überhaupt all dieses zu den ZuschauerInnen, zu den NutzerInnen, zu denen, die wir hierher holen wollen und zu denen, die schon ins Konzerthaus kommen und eine gewisse Affinität auch für digitale Produkte mitbringen. Die Frage dahinter ist natürlich auch immer, was ist die Zielsetzung? Und hier war die Zielsetzung auf jeden Fall, wir möchten da rausgehen und das sind wir dann auch. Wir sind während der Corona-Pandemie mit dieser VR-Brille auf Tour gegangen und jeder konnte sich diese VR-Brille nach Hause bestellen und interaktiv sozusagen selber ausprobieren. Und das war eines der Anliegen dabei zu sagen, wenn man solche Projekte konzipiert, aufgreift, aufnimmt, sie sollten nicht in einer Schublade versickern. Das wurde extrem gut aufgenommen. Wir hatten eigentlich die Möglichkeit, also die 12 Brillen waren immer im Betrieb. Irgendwann sind wir mit der ganzen Organisation in der Hinsicht gar nicht mehr hinterhergekommen, weil die Nachfrage so groß war. Aber es hat uns extrem gefreut, dass dieses Interesse da ist, auch zu sagen, wir bestellen uns oder ich bestelle mir diese VR-Brille nach Hause, um mich mit klassischer Musik in dieser immersiven Welt auseinanderzusetzen. Das Gleiche ist natürlich, wenn man sich das so überlegt, passiert mit allen anderen Dingen.
Die Corona-Pandemie kam im März 2020 und alles wurde geschlossen. Am 11. März kam die Ansage, die Konzerte müssen abgesagt werden. Wie gehen wir jetzt weiter vor? Corona war für alle Kulturinstitutionen ein großer einschneidender Punkt. Für uns insbesondere natürlich waren wir in der Hinsicht einfach extrem schnell in der Umsetzung von weiteren Digitalangeboten. Am 11. März kam die Ansage, wir werden alles schließen müssen. Die Corona-Pandemie breitet sich aus. Und innerhalb von einer Woche wurde der erste Livestream mit dem RBB konzipiert. Das Konzerthaus Berlin hat in sehr, sehr schneller Zeit versucht, das ganze Programm digital abzubilden und in der Hinsicht mit MusikerInnen zusammen und mit allen Abteilungen, abteilungsübergreifend Inhalte zu konzipieren, die man digital nutzen kann und die man sozusagen erfahrbar macht. Und somit ist das Programm Konzert zu Haus entstanden. Konzert zu Haus ist unter dem Hashtag Konzert zu Haus sind ganz viele unterschiedliche Maßnahmen entstanden, darunter Livestreams mit dem RBB, mit Arte, auch selber produzierte Livestreams wie die Bach-Partiten mit MusikerInnen des Konzerthausorchesters. Darunter wurden Formate innerhalb schnellster Zeit, also innerhalb von anderthalb Monaten gefunden, die auch bereits gewonnene Kunden abholen sollten. Das waren beispielsweise Telefonkonzerte, wo AbonnentInnen ein Konzert von MusikerInnen bekommen haben. Ein paar Minuten, ein kurzes Gespräch, das war darunter. Für die Education und für Schulen und für Kinder wurden Programme von den MusikerInnen konzipiert, die Mitmachmusiken waren, also wo wirklich Schlagwerk eingesetzt wurde. Natürlich hat auch unsere App immer wieder mehr Zugriffszahlen bekommen. Wir haben sie viel mehr in die Kommunikation mit aufgenommen. Und innerhalb von Konzert zu Haus haben wir gemerkt, dass wir durch die Kreation gemeinsam mit unseren MusikerInnen, die da sehr offen waren, sehr, sehr viele Menschen abholen können auf unseren sozialen Kanälen und vor allen Dingen dort auch die Aufmerksamkeit auf die Inhalte, die fernab des klassischen Konzerts stehen, nämlich dem Auftritt der MusikerInnen auf der Bühne, dass das ein Aspekt ist, der wesentlich interessanter ist möglicherweise für viele, die nicht so häufig Konzerte besuchen. Und so entstanden Videos mit unserem technischen Direktor Peter Laduch, der Einblicke gegeben hat in das Backstage vom Konzerthaus. Schaut gerne in unserem YouTube-Kanal vorüber. Also da sieht man mal Eindrücke, wie sieht eigentlich der kleine Saal Backstage aus? Wie sind diese riesigen Kronleuchter in dem großen Saal, in dem 1500 Plätze frei sind, wie sind die da eigentlich angebracht? Was gibt es eigentlich noch so zu entdecken außer dem Konzert? Das waren Aspekte, die wir extrem spannend fanden und die uns auch jetzt in der heutigen Kommunikation und in der ganzen digitalen Kommunikation immer mehr beschäftigen, Eindrücke davon zu zeigen, was dahinter steckt. Und somit haben wir mit Konzert zu Haus fast 3 Monate lang ein wöchentliches Programm aufgestellt, wo jeden Tag ein anderer Inhalt kam in Zusammenarbeit mit unseren MusikerInnen. Und dieses digitale Projekt in der Hinsicht sollte immer auch mit den anderen Projekten in Verbindung genannt werden, finde ich. Denn damit zeigt sich die Verknüpfung von digitaler Kommunikation und Digitalprojekten. Digitalprojekte, ob sie immersiv sind oder Digitalprojekte, die auch die Clip-Erstellung ist, auch das würde ich als digitales Projekt bezeichnen, müssen zusammengehen. Und das ist eines der Ansichten, die ich da sozusagen für mich persönlich, aber ich glaube auch der gesamte Kultur- und Konzertbetrieb gesehen hat. Es muss zusammen gedacht werden, damit wir Inhalte schaffen können, die interessant sind für mehrere Zielgruppen. Und man redet immer so von mehreren Zielgruppen. Uns interessieren oder mich interessieren dabei gewonnene Kunden und Kundinnen. Also diejenigen, die ein Abonnement haben und sich freuen, wenn sie von MusikerInnen mehr erfahren. Genauso aber auch diejenigen, die nur ab und zu ins Konzert gehen und sich darüber freuen, auch mehr Eindrücke davon zu erhalten, was sozusagen noch zu entdecken ist und möglicherweise dann
auch ein vertrieblicher Aspekt dabei ist, à la, ah, okay, gut, dann mache ich mal eine Führung, vielleicht kann ich da das Backstage mehr erleben. Aber auch natürlich das, was auch ich zu Beginn schon gesagt habe, diese Partizipation von Leuten, die wirklich noch nie im Konzerthaus waren, die durch das Konzert zu Hause bekommen, ein paar Aspekte mitbekommen haben, was dahinter steckt und die Hemmschwelle des ehrwürdigen und nicht nahbaren Konzertes und der OrchestermusikerInnen und dieses ganzen Betriebs möglicherweise ein wenig dadurch zu Bruch gegangen sind. Mit Konzert zu Haus haben wir den Deutschen Online-Kommunikationspreis erhalten, was uns sehr gefreut hat, denn wahnsinnig viel Arbeit steckt dahinter in einer Zeit, in der durch Corona eigentlich erstmalig auch digitale Arbeitsweisen eingesetzt wurden. Vorher war das einfach nicht der Fall, dass man über Plattformen wie Zoom Meetings gehalten hat. Man musste komplett neue Arbeitsstrukturen schaffen. Da war der ganze Kulturbetrieb und ihr ja alle in gewisser Weise, ob Studierende oder Arbeitende, Lehrende, von betroffen. Und Konzert zu Hause ist deshalb auch ein wahnsinnig spannender Aspekt gewesen, wie man Arbeitsstrukturen in schneller Zeit, abteilungsübergreifend, interdisziplinär umwandeln kann, um weiterführend auch nach Corona diese Aspekte mit einzubringen. Und Corona hat in der Hinsicht ja eine Agilität und Flexibilität eingebracht, von der wir zehren können und die auf jeden Fall ein Potenzial hat. Und ich hoffe, dass wir das alle umsetzen können und weiterführen können. Hier sehen wir noch ein Bild unserer ersten Konzertmeisterin der Bach-Partiten. Sehr, sehr spannend. In der Corona-Zeit haben wir natürlich erlebt, Livestreamings wurden extrem gut in der Anfangszeit aufgenommen. Wir haben bis zu 600.000 Views bekommen. Das ist für ein Livestreaming extrem viel. Aktive Zuschauer waren es natürlich weniger, aber die Views, auch dass Menschen wieder aktiv auch nach diesen Inhalten suchen, da kommt auch der Aspekt, weil viele aus der Kommunikation heute mit dabei sind, von Suchmaschinenoptimierung, Wording und all das kommt da natürlich hinzu, ist ein Aspekt, der auch in der Corona-Zeit uns allen, glaube ich, nochmal gezeigt hat, dass man da Potenziale und auch Arbeitsressourcen mit reinstecken muss. Die Bach-Partiten, wunderschön, hört es euch an. Ein schönes Beispiel. Dann ein Aspekt, die Orchesterbox, eine haptische Sache, ganz haptisch, ein Projekt, was derzeit umgesetzt wird, vorher natürlich auch nochmal in der Corona-Pandemie schon weitaus früher mit der HTW konzipiert wurde, eine Weiterführung des virtuellen Quartetts. Man hat jetzt 3D-Modelle von unseren Musikern, ihr seht, dort sind Namen dabei. Man kann sozusagen für Schulprojekte oder auch für uns vor Ort beim Tag der offenen Tür oder bei Junior-Veranstaltungen diese Figuren versetzen. Sie haben verschiedene Sounds, sie spielen Children's Cornwalker, eine Komposition von Debussy. Hier die Idee von digitaler Anwendung und Haptik, etwas, womit wir auf jeden Fall spielen möchten, was auch ein Aspekt wird, der immer relevanter wird. Hybride Veranstaltungen sind immer wieder ein Aspekt, wo wir uns auch ausprobieren möchten, Dinge zu verknüpfen von analogen und digitalen. Die Orchesterbox, jetzt unser neuestes Projekt. Wenn man sozusagen nur eine Figur draufstehen hat, hört man nur eine Figur. Hier sieht man diesen schallarmen Raum, den ich euch an der Stelle auch nochmal zeigen möchte, denn auch für diese Orchesterbox wurden in diesem schallarmen Raum diese Tonspuren einzeln aufgenommen. Hier sieht man unseren Fagottisten, wie er alleine dort in diesem riesigen Raum sitzt. Ein Aspekt, der technologisch sehr, sehr spannend ist und ermöglicht, dass man verschiedene Tonspuren übereinander bringen kann. Ein weiteres Projekt, was wir derzeit durchführen und was auch in gewisser Weise durch Corona beeinflusst ist, ist die Auralisation unseres Konzertsaals. Auralisierung, was bedeutet das? Die Hörbarmachung durch die architektonischen Besonderheiten. Aura, so nennt sich dieses Projektvorhaben, ist ein EU-Projekt, was mit verschiedenen Akteuren gemeinsam aufgezogen wird. Da sind Akteure aus Italien dabei, aus der Ukraine, Universitäten und auch Kulturinstitutionen. Ich möchte es der Vollständigkeit halber hier nennen, denn die Auralisierung von Räumen wird auch ein Aspekt sein, der technisch innovativ uns begleiten wird.
der in vielen Branchen in gewisser Weise jetzt schon Einzug erhält. Insbesondere für uns ist es natürlich aus vertrieblicher Sicht extrem spannend, wenn wir uns überlegen, wir haben unser 3D-Modell, man sitzt, kann sich da reinzoomen, gucken, was man für eine Sicht hat und möglicherweise in Zukunft auch hören anhand eines Beispiels, wie dort überhaupt der Klang wäre. Also ein Projekt, mit dem man sich mit akustischen Besonderheiten in verschiedenen Häusern architektonisch auseinandersetzt. Ein Projekt, was wir als Digitalprojekt im April jetzt gestartet haben und was ich in der Hinsicht mit aufgeführt, also mit konzipiert habe und wo wir auch einen Antrag geschrieben haben bei Neustadt Kultur, bei Dive-In. Dive-In, die Kulturstiftung des Bundes, hat Gelder für digitale Projekte offen gemacht. Ein Projekt ist das Konzerthausorchester auf Twitch. Und damit ich jetzt einen kleinen Schluck Wasser nehmen kann, zeige ich euch nochmal hier dieses Video, damit ihr erstmal einen Eindruck habt, was ist eigentlich Twitch und was macht das Konzerthausorchester da? Schnick, schnack, schnack. Entschuldigt. So. Schnick, schnack, schnack. So, jetzt packe ich die mal aus. Komm ja? Hinterher mit dem Hocker. Beim Konzert mit seinem Ohr über die Pauke. Ich sehe hier im Chat gerade noch zwei Fragen. Habt ihr Musik studiert oder seid ihr einfach gut? Ja, danke. Wenn ich diesen linke Hand so festhalten würde, wäre mein linker Arm müsste die ganze Zeit so trommeln. Ich habe hier auch so eine Currywurst am Boden. Schnick. Das Konzerthaus Orchester Berlin auf Twitch. Ja, Twitch, vielleicht für einige von euch ein Begriff. Ich gucke noch mal ganz kurz. Nope, ich sehe doch, sehe ich jemanden nicken? Nein. Ah doch, ich sehe ein Nicken. Twitch, Gaming-Plattform. Ganz spannend, Twitch ist 2007 gegründet worden, ist eine Plattform, in dem üblicherweise Gamer live streamen, also eine komplette Plattform, die auf Livestreaming ausgelegt ist. Und man sieht eigentlich normalerweise bei Twitch Gamer, die live die besonderen, gerade angesagten Spiele wie League of Legends oder dergleichen spielen. Twitch hat sich in der Hinsicht eigentlich so mit als einer der größten Nachfolger von YouTube entwickelt. Denn dieses ganze Livestreaming und auch sozusagen die Interaktion live mit einem Akteur oder einer Akteurin vor der Kamera ist eines der Aspekte, die uns in der ganzen Digitalkommunikation natürlich interessiert. Und somit haben wir, als wir den Antrag, eigentlich als wir schon gesehen haben, es gibt diese Förderung, haben wir gesagt, okay, experimentell, digital, wir gehen mal mit einem digitalen Projekt auf eine Plattform. Wir machen das mal, wir gehen zur Zielgruppe und versuchen nicht, mit einem digitalen Projekt die Zielgruppe zu uns zu holen. Denn das ist immer ein Aspekt, der immer schwieriger ist, würde ich jetzt mal behaupten. Und somit haben wir gesagt, wir gehen auf diese Plattform und gucken mal, was passiert. Wie kommt da ein Orchester an? Was will eigentlich die Community da wissen, was sind da für Fragestellungen und wie können wir auch für uns selbst nochmal die Distanz aufnehmen, klassische Musik, Musikinstrumente so zu vermitteln, dass jeder es verstehen kann und wir Menschen damit begeistern können. Dieses Vorhaben war extrem spannend, denn wir haben eine sehr spannende Arbeitsmethodik gefunden während Corona, nämlich gemeinsam interdisziplinär, abteilungsübergreifend dieses Projekt aufzuziehen. Man kann sich das wirklich so vorstellen, dass Zoom-Workshops abgehalten wurden, wo Ideen gesammelt wurden, die anmoderiert wurden von uns, der Kommunikationsabteilung, und wo gemeinsam mit MusikerInnen, mit anderen MitarbeiterInnen aus den Abteilungen erstmal entschieden wurde, okay, wie wollen wir da auftreten? Was wollen wir da zeigen? Und was kann jeder und jede einbringen?
Und somit haben wir mit unserem ersten Stream gestartet. Ihr seht hier jetzt Ronit und Marc, unsere Solo-Harfenistin Ronit Müß und unser Solo-Schlagzeuger Marc Förmanns, die den ersten Aufschlag gemacht haben. Und wir haben ein ganz grobes Skript geschrieben, was wir gerne ausprobieren möchten und das, was uns dahingehend am meisten sozusagen interessiert hat, war, wir wollen vermitteln, wie funktioniert so ein Instrument, was fragt die Community und ja, wer schaltet da eigentlich ein? Twitch wurde mit dem Aspekt eigentlich dieses Jahr eher Twitch-fernen Inhalts, dachten wir, okay, gut, das wird niemand interessieren und da wird niemand einschalten. Und ihr seht jetzt hier auf diesem Screenshot, 4.928 Leute haben bei diesem Twitch-Stream, diesen ersten Stream mit zugeschaut, denn wir sind auf Twitch zugegangen und haben in der Hinsicht auch nochmal gesagt, wir sind komplett neu auf dieser Plattform, das erste Orchester überhaupt. Wie sollen wir da sozusagen nochmal agieren? Und wir hatten die Möglichkeit, mit unserem ersten Stream auf die Startseite zu kommen, sodass 4.900 Leute dann aber auch dran geblieben sind. Was kommen da für Fragestellungen? Die einfachsten. Habt ihr vor einem Konzert Lampenfieber? Seid ihr überhaupt professionelle MusikerInnen? Und das war ein Aspekt, der uns extrem freut, dass unsere MusikerInnen diese ganzen Sachen mitmachen und da Freude dran haben, diese Fragestellung auch für sich selbst nochmal zu reflektieren und da mitzumachen. Das Schöne bei Twitch ist, sie können sich komplett inhaltlich mit einbringen. Und hinter Twitch steht natürlich auch, und das möchte ich euch hier auch nochmal zeigen, ein paar Zahlen, denn wir haben innerhalb von 6 Streams seit April 2021 1200 Follower erreichen können, indem wir einen neuen Kanal aufgemacht haben. Und das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Sache, denn auf Twitch so zu agieren als Konzerthausorchester und so viele Menschen zu begeistern, ist einfach genau das, wofür wir digitale Vermittlung machen. Seit dem ersten Stream haben über 500.000 Leute unsere Streams geschaut und ich möchte hier nur einen kurzen Überblick darüber geben, für diejenigen, die es interessiert, wie viele Zuschauerinnen eingeschaltet haben. Und das, was interessant ist bei diesen Zahlen, sind vor allen Dingen die durchschnittlichen Zuschauerinnen. Die durchschnittlichen Zuschauerinnen, die sozusagen den ganzen Stream zuschauen und diese Streams sind 2 Stunden lang und mit verschiedenen Parts und witzigen Gags vereinzelt sozusagen auch mit, sagen wir mal, sehr, sehr natürlich konzerthausbezogenen Themen, aber sind damit bestückt und so viele Menschen konnten wir erreichen. Was auch spannend zu sehen ist, ist die durchschnittliche Dauer. Wie lange bleiben die Leute überhaupt bei diesen Streams vor Ort? Wie lange wollen sie überhaupt das konsumieren? Und man sieht dort 4,2, 4,3, 6,3 Minuten, die Anzahl ist in Minuten, ist für sozusagen die durchschnittliche Watchtime extrem hoch. Und das überzeugt uns davon, auf dieser Plattform weiterhin aktiv zu sein, auch wenn diese Förderung im Dezember ausläuft. Was ergeben sich daraus eigentlich aus all diesen digitalen Projekten, die wir konzipieren am Konzerthaus, die konzipiert werden mit der HTW Berlin, die aus Inhouse sozusagen produziert werden? Was ergeben sich da für Herausforderungen? Und das soll jetzt auch der Abschluss meines Talks sein. Natürlich noch mit den Potenzialen. Herausforderungen, die ich persönlich sehe, sind natürlich Zielgruppen langfristig mit digitalen Angeboten zu erreichen und zu binden. Genauso ähnlich wie bei einem offenen Zoom-Call. Wie sieht es aus? Wer kommt dahin? Was müssen wir dieser Zielgruppe bieten? Und ist diese Zielgruppe wirklich eine andere? Oder müssen wir auch davon abgehen, Bias zu erstellen, komplett darauf zu gehen, dass es die und die Zielgruppen geben? Oder müssen wir mit hybrideren Zielgruppenkonzepten arbeiten? Also ist vielleicht auch der Begriff der Zielgruppe in der Kommunikation und im Marketing überholt? Dann natürlich eine sehr große Herausforderung im künstlerischen Betrieb für die MusikerInnen, aber auch natürlich für sozusagen Abteilungen, die sich mit digitalen Projekten, insbesondere die Dramaturgieabteilung, Kommunikationsabteilung und auch Marketingabteilung,
Wie ist eigentlich das zu vereinen, diese langfristige Planung, die ja immer 3 Jahre vorab ist im Kulturbetrieb oder 2 bis 3 Jahre, mit agilen digitalen Formaten, Inhalten und auch Plattformen? Clubhouse ist so das beste Beispiel. Man dachte, es ist jetzt die neueste Chose. Alle sind da draufgegangen. Es war eine exklusive Sache. Sie ist jetzt im europäischen Raum oder im deutschen Raum überhaupt kein Thema mehr. Vielleicht wird es auch bei Twitch so sein. Aber wie ist das vereinbar mit einer langfristigen Planung, die ja auch ein Konzert- und Kulturbetrieb bedingt und auch braucht? Wie ist das zu vereinen und wie ist das auch mit den MusikerInnen zu vereinen, die auch in Dienstplänen eingestuft sind, die auch jetzt auch nach Corona wieder auf Tourneen gehen, viel mehr sozusagen externe Dinge umsetzen? Wie ist das zu vereinen? Dann sind Herausforderungen natürlich Budgets. Budgets für Digitalprojekte, Drittmittelakquise. Ich habe es bei diesem kleinen Input ja schon genannt, ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor bei der Umsetzung von digitalen Projekten in der Hinsicht, vor allen Dingen in den immersiven Technologien mit Augmented Reality, Virtual Reality, auch wenn es um Mixed Reality geht, was auch ein extrem spannender Faktor ist im künstlerischen Betrieb. Wo kommen da die Budgets hin? Dann natürlich auch personelle Ressourcen. Kann in einem normalen Konzertbetrieb das gestemmt werden, dass digitale Konzepte erarbeitet, umgesetzt werden und eine Digitalstrategie in der Hinsicht entsteht? Also wie sind Digitalprojekte institutionell verankert und wie agiert auch das Haus intern damit und aber auch extern? Und dann die Herausforderung, die natürlich durch Corona kam und die den ganzen Kulturbetrieb jetzt auch im Prinzip bestimmt, ist die Etablierung von digitalen Arbeitsmethoden. Denn digitale Projekte und digitale Kommunikation ist in der Hinsicht einer der größten Kommunikationsfaktoren davon geworden und war es auch immer schon. Aber ich glaube, durch Corona wurde das noch viel bewusster. Wie kann man sozusagen da diese digitalen Arbeitsmethoden übertragen, damit sozusagen agileres Arbeiten auch möglich wird, mehr Personen mit eingebunden werden. Diese Herausforderungen gerne, ich freue mich gleich auf den Austausch, stehen natürlich auch Potenziale entgegen, die ich sehe. Ich hatte vorhin ganz kurz schon zu Beginn gesagt, Mozilla Hubs ist eines der Dinge, die ich persönlich extrem spannend finde. Mozilla Hubs, man geht über den Browser, klickt sich wie jetzt hier bei einem Zoom-Meeting rein und kann in diesem Raum gemeinsam mit anderen Akteuren in Austausch treten, international. Ob das bedeutet, man ist dort, um beispielsweise bei einer Pressekonferenz oder auch bei einem Vortrag teilzuhaben. Das sind Aspekte, die ich total spannend finde in browserbasierten technologischen Anwendungen. Natürlich hat jetzt jeder oder viele haben jetzt von Virtual Reality Brillen gehört. Wer hat sie aber zu Hause und wer nutzt sie dann auch? Wer lädt unsere Inhalte runter? Und vor allen Dingen, wie ist es möglich, unsere Virtual Reality Inhalte überhaupt auf Plattformen wie Oculus zu bekommen, wenn wir die Inhalte auch schützen wollen? Also Urheberrecht ist auch ein extrem wichtiger Aspekt in der Arbeit mit digitalen Technologien im Musikbetrieb vor allen Dingen, aber natürlich auch in der Kunst. Wie schützen wir diese Sachen? Derzeit ist es so, wenn man beispielsweise über den Oculus Store Anwendungen zur Verfügung stellt, gibt man irgendwann die Rechte ab. Wir möchten natürlich das schützen. Es ist schützenswert und muss auch geschützt werden, auch wenn es Paid Content ist. Auch eine Herausforderung, die uns betrifft und die aber in der Hinsicht ein riesiges Potenzial bietet. Mozilla Hubs meines Erachtens eines der großen. Dann, ganz grob, was sind Potenziale für die digitale Kommunikation bei digitalen Projekten? Ansprache neuer Zielgruppen. Ich habe vorhin schon gesagt, der Begriff der Zielgruppe, der sollte immer wieder, ist im Wandel und sollte immer wieder neu definiert werden. Aber das ist etwas, was auf jeden Fall immer wieder uns beschäftigen wird. Dann das Potenzial der Kundenbindung. Immersive Technologien dafür mit einzubringen, da auch als vertrieblichen Aspekt mit einzubringen, in Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen abteilungsübergreifend zu entwickeln,
das ist ein Aspekt, der auch die Kundenbindung und aus Vertriebssicht digitale Projekte und digitale Kommunikation auf jeden Fall immer relevanter machen lässt. Dann natürlich neue künstlerische Impulse und die Auseinandersetzung damit. Also wie können wir auch digital und analog verbinden? Ich habe vorhin kurz gesagt, ja, wir überlegen auch, hybride Veranstaltungen zu machen. Aber was gibt es darüber hinweg? Mixed Reality Konzerte, was ist machbar und wie können wir die Strukturen schaffen, dass das möglich wird? Das ist einer der Aspekte, der auf jeden Fall ein Potenzial ist und der ermöglicht wird, wenn die Strukturen geschaffen werden. Natürlich sind Potenziale dabei auch, dass sie sind immer imagebildende Effekte. Durch digitale Projekte können wir klassische Musik als Image von Klischees befreien, Hemmschwellen überbrücken. Dann ein Aspekt bei digitalen Anwendungen ist natürlich, dass man Inhalte crossmedial konzipiert und nutzt. Inhalte nur für eine Plattform zu erstellen oder nur noch so zu denken, dass es für eine Zielgruppe relevant ist, vielleicht ist das nicht mehr zeitgemäß. Ich stelle das mal so in den Raum. Aber das crossmediale Nutzen davon mit den Ressourcen, die vorhanden sind, ist eines der Potenziale, die auf jeden Fall genutzt werden sollten. Eines der Learnings, insbesondere von Twitch, wo ich an der Stelle auch nochmal einen Aspekt vorhin nicht gesagt habe, denn Twitch wird komplett in-house produziert. Wir haben keine externe Agentur oder Produktionsfirma. Und das ist eines der Potenziale, die mit dem Punkt danach auch einhergehen. Know-how am Haus etablieren mit dem Personal, was man hat, dementsprechend Personal auch zu fördern und vor allen Dingen auch einzustellen. Ne? Denn diese Arbeitsweisen mit digitalen Projekten erfordern abteilungsübergreifendes und interdisziplinäres Arbeiten. Und damit kann man auch diese Sachen fördern und fordern. Der letzte Aspekt, meines Erachtens derjenige, der überhaupt zu all diesen Punkten führen konnte, ist die Vernetzung und die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Branchen und mit unterschiedlichen AkteurInnen. Ob es Hochschulen sind, ob es Startups sind, ob es auch nur ein Austausch ist mit denjenigen, das sind Aspekte, die auf jeden Fall immer mehr in Betracht gezogen werden sollten und natürlich in der Hinsicht Möglichkeiten bieten, dass solche Projekte wie am Kotzherdhaus Berlin durchgeführt werden können. In der Hinsicht kann ich nur sagen, das Konzerthaus Berlin ist durch die digitalen Möglichkeiten, die erarbeitet werden in der Digitalkommunikation, 24 Stunden erreichbar. Und das möchten wir auch bleiben. Und jetzt freue ich mich auf den Austausch mit euch. Falls Fragen sind, stellt sie gerne.